wusstet nicht, was euch erwartet. Ich grüße euch. Die Dunkelheit lockt. Ja, die Dunkelheit lockt. Herzlich willkommen zu Legion. Und wir machen weiter mit den Verlies der Wächter. Aber bevor... Wo ist die Ziege? Die Ziege kommt. Hier gibt's etwas, also das darf man euch nicht vorenthalten, Leute. Diese Ziege hier und dieser Maxwell Caprina, die haben da anscheinend irgendwas am Laufen, weil die kommt dauernd angewackelt an ihn und da steht sie auch. Tieflandziege, da ist sie. Stupst Maxwells Knöchel an, wenn die an dem vorbeiläuft. Maxwell Caprina grunzt und schiebt die Ziege peinlich berührt beiseite. Jetzt kommt sie wieder angewackelt. Die will den, glaube ich, irgendwie verführen, oder... Was hat er denn dazu zu sagen? Na, ihr seid mir ja ein munteres Persönchen. Ja, ja. Caprina riecht nach Tierfell und Dung. Jetzt kommt sie wieder an. Was schaut ihr denn so, Dämonenjäger? Warum geht ihr nicht Crawford oder Heathrow auf die Nerven? Haltet die Ohren steif, ja? Ja. Ja, Leute, wir sind jetzt vom Bradenbach, sind wir zu der nahegelegenen Rabenwehrfestung. Dann könnt ihr auch sehen, hier die Statuen links und rechts. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wo wir hier letztes Mal waren mit Kommandant Jarod und seiner Schwester Majev Schattensang. Und Ascha Rabenhof von den Illidari ist auch da. Genau, und sie haben ja gesagt, wir haben hier das Verlies der Wächterin und wir müssen da rein. So, vielleicht ist Ascha Rabenhof auch gleich mit dabei. Wir beschützen unsere Lieben. Er ist uns dankbar, dass wir Majev gerettet haben. Ich nur Allah. Okay, Valyria, ich denke mal, wir suchen uns jetzt mal den Eingang zu den Verlies der Wächterin, weil wir haben ja durch die Dämonengehe-Kampagne in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass wir hier rein müssen. Die haben uns jetzt endlich gesagt, wo der Sargerit-Schlüsselstein ist und wo ist er? Direkt bei Illidans sterblichen Überresten. Ich denke mal, hier ist der Eingang. Sieht ganz aus, hä? Genau, der Sargerit-Schlüsselstein ist direkt ihm über seinem Grab oder so, wo sie die sterblichen Überreste von Illidan hingebracht haben. Bevor wir reingehen, habe ich ja bei dem einen Dungeon vergessen, bei Neltarions Horde, aber hier beim Verlies der Wächterin denke ich dran. Also, vor allem die Musik ist hier so cool, ey. Diese geheime Anlage der Wächterin wurde tief in Asuna in einen Berghang geschlagen und mit Zauberschutzen verschlossen, um gleichermaßen Eindringlinge fernzuhalten und zu gewährleisten, dass die dort eingesperrten Schrecken niemals entkommen. Viele der gefährlichsten Feinde der Wächterin wurden tief in dem Verlies eingeschlossen, doch nach Kodanas Verrat und dem Angriff der Legion streifen diese Kreaturen nun frei in seinen Hallen herum. So, da sind wir. Ich glaube, du kannst deinen Luftballon jetzt wieder wegschicken, Valyria. Durchsucht das Verlies der Wächterin nach Kodana, Teufelssang und besiegt sie. Wow, wir haben hier insgesamt 5 Bosse. Und natürlich auch noch den, sagen wir mal Hi. Instanz, Acid War, Kill Jane. Ach, die werden hier mit Instanz-Chat gemacht. Ist aber auch niemand, der mit uns reden will oder so hier. Ja, du hast... Hä? Was hab ich? Wo soll's überhaupt lang gehen? Da hinten ist doch schon irgendwie einer. Du hast nicht in die Instanz freigesagt, sondern in der Gruppe. Ach so, ja, muss ich gleich mal gucken, ey. Oh, ich glaub, der mal hier diese... Verseuche des Dämonenparks, weil die zaubern mal ab und zu was. Verderben zaubern die. Was mag dieses Becken wohl über euch enthüllen, Drelanim? Wer redet denn da? Tiraton Salteri. Bleiben jetzt einfach links, oder? Ja. Ich hab da mal die Caster hinten. Vergiss nicht das Unterbrechen, das hat eine ziemlich große Reichweite. Wir müssen auf jeden Fall immer auf die Caster drauf, ey.
Mann, das geht ab. Die machen nämlich auch ganz schön Schaden, ja. Da merkt man nämlich, das ist nämlich ein Dungeon, das kann man nur auf... Ich habe nichts verbrochen, Tirathon. Ihr und euresgleichen hingegen müsst für eure Verbrechen büßen. Tirathon. Klavina Seelenfetzer. Sollen wir jetzt den Boss machen? Das ist nämlich für 110er nur gemacht und da merkt man, dass wenn man hier frisch reinkommt, dass man auf jeden Fall sich ausrüsten muss. Und wir machen das ja auch zum ersten Mal jetzt. Was macht die da jetzt? Wow, ist das so ein Kriegerskill? Was macht denn der da, ey? Jetzt macht sie wieder mal Pose. Okay, ich hab mal einfach mal Cooldowns gezündet. Das mache ich auch nochmal selber mit der Morphose an. Da siehst du mal, jetzt müssen wir hier so eine verrätische Illidari platt machen, Valyria. Verbrechen? Bitte? Unser Verbrechen war es, alles zu opfern zur Rettung dieser Welt. Tirathon Saritir, wo läuft der überhaupt überall rum, ey? Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Aber die folgen mir alle, passt schon. Hast du mich eben nicht verstanden, oder was? Nee. War zu laut? Ja, das ist jetzt gerade im Kampf ein bisschen. Wir kämpften für Illidan. Ihr habt die Feinde der Welt für alle Ewigkeit hier eingesperrt. Und dann habt ihr uns hier eingesperrt. Was ist denn mit dem Heiler? Ich stun mal alle, ey. Die killen mich fast. Boah. Aber gut, ich kann alle vier... Ich bin schon tot. Geil. Wir müssen am Anfang da langsam machen. Das hier... Das geht auf jeden Fall hier ab. Die machen gut Schaden. Kriegst du vom Heiler, kriegst du keinen Heal, wenn der Tank gerade so viel Schaden hat. Das hat er schon richtig gemacht. Wir riskieren viel zum Schutz des Lebens. Allzu oft zu viel. Ich lasse den jetzt nochmal wieder voll Mana recken. Dämonenjäger-Tanks. Ja, ich mach da jetzt mehr Artefaktmacht rein. Aber ich hab denen gesagt, das passt schon. Also das, ich bin ja auch alles andere als gut ausgerüstet. Das ist mein Zweitspec und wie gesagt, ich muss da jetzt mal was reintun, ey. Das ist einfach wichtiger, als draußen in der Welt mehr Schaden zu machen. Und meistens will ich ja sowieso tanken, Valyria, gell? Ja. Ihr wagt es, von Opfern zu sprechen? Ich hab keine Ahnung, was ihr da redet, aber das sind Billigviecher. Einfach alle platt machen. Die sind einfach nur Futter hier. Ich weiß auch nicht genau, was er meint, es wäre seine Schuld gewesen. Vielleicht hat er gerade nach dem Kaffee gegriffen, aber das glaube ich eigentlich eher nicht. Irgendwas anderes. Ist ja auch. Ist ja auch egal. Mana sieht eigentlich, 61% sieht eigentlich gut aus, wenn er nichts sagt. Ich glaube, hier wollen wir keine zusätzlichen Puls haben. Das waren jetzt irgendwie eine Patro, gell? Siehst du das? Die anderen bleiben hinten dran, ey. Naja. Der eine verwandelt sich. Wenn sich einer in Metamorphose verwandelt, dann lass uns den so schnell wie möglich töten, ey. Die machen dann die machen extrem mehr Schaden dann. Das kommt dir an. Ich kann halt alle 20 Sekunden kann ich meine Zauberschütze aufladen. Aber das ist halt nur gegen Magieschaden gut und. Ich gab alles. Leib und Seele. Mal gucken. Mein Volk hat mich verstoßen. Und was war mein Lohn? Ewige Pein durch meine Schwestern. Die machen einfach nur fett Schaden hier.
Also das merkt man auf jeden Fall. Also die Dungeons, die nur für 110 sind, auch auf normal sind, die gehen die schon ein bisschen ab. Aber ansonsten ist es relativ harmlos. Weil Valyria, das, was jetzt momentan normal ist, das war früher Heroik. Musst du okay. wissen, ja. Ja, ja. Das war früher Heroik. Und wenn wir den hier quasi auf Heroik machen, das ist das, was früher normal war. Und danach kommt dann nämlich, gibt's dann nämlich ich noch... Ich diene meinem Volk, meiner Göttin, und verlange weder Ruhm noch Reichtum. Könnt ihr dasselbe behaupten? Berauscht, wie ihr seid von der Macht der Legion? Trela, die im Whisperwind redet da. Jetzt ist er auch in einer Baumform. Ja, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal. Ich diene meinem Volk, den Vertriebenen und Verstoßenen. Ich werde euch und euresgleichen töten. Da ist wieder hier so ein... Da, der castet wieder was. Ach Mann, jetzt hab ich wieder Cooldown. Da, geh immer auf die Satiren, wenn die dabei sind. Guck mal, jetzt castet der Albträume. Okay, gestunt. Oh, hier haben wir den ersten Boss, oder? Ja, scheint so. Ich hab, das ist doch der, der oft... Das ist doch dieser Tiraton. Mana ist auf, der. Mana ist auf 57%. Ich habe auch das Ding aktiviert mit 25% mehr Gesundheit. Ist hier doch ein anderer Boss? Hat der genug... Das ist bei Druiden, die haben genug Mana. Komm, dann gehen wir los. Der macht dann irgendwas. Es tut gut, wieder zu kämpfen. Aber wie gesagt, erstmal aufpassen. Ja? Es geht hier nicht darum, dauernd Schaden zu machen. Eher gucken, dass wir sehen, was sie so gefährliches machen, weil wir hier zum ersten Mal drin sind. Angriff ausweichen. Was macht er jetzt? Ah, jetzt irgendwas auf dem Boden. Ja, der Cast ist so Teufelsmagie. Ich glaube, die sind runtergekommen oder so. Zerstörung! Meine Klingen hungern! Meine auch. Ich will euch hinfahren! Unterbrechen? Ah. Ich bin schon in den dran. Wir haben ja auch 20 Meter Reichweite, gell? Habe ich doch als Tank auch, oder? Sonst wäre ja ab. Teufelsmörser castet er wieder. Kommt's wieder? Ach, da. Geh mal weg mit dem. Zerstörung! Meine Klingen hungern! Wut, Zorn, Hass! Sie verleihen mir die Kraft, die Dunkelstöße? Was macht das denn? Es geht auf jeden Fall gut ab. Wir müssen ihn jetzt schnell töten. Ich bin durchströmt von Hass. Okay. Der macht irgendwo Augenstrahl. Boah, der ist überhaupt hingezaubert zu irgendeinem oder was? Ja, jetzt mache ich selber Metamorphose. Meine Macht schwindet. Ich brauche mehr. Jetzt macht er wieder seine Dunkelstöße. Dann springt er weg und will irgendwas zaubern. Ja, ohne Interface sieht er schon. Meine Macht reicht nicht aus. Ah, wir haben ihn aber. Ende. Ich danke euch für eure Hilfe. Ihr habt mir das Leben gerettet. 44 Artefakte macht. Falls ihr noch tiefer in unser Verlies vordringt, macht euch auf noch viel schrecklichere Dinge gefasst. Wo steht ihr denn da hinten rum, ey? Ach, die ist so geschwächt, dass sie hier hinten rumsteht. Guck mal, das war die oft geredet hat hier. Nee, ich hab sie gesehen. Trelanin Whisperwind. Okay. Warum hat er Danke gesagt? Wegen seinem Heal. Wegen seinem Retz. Gehen wir einfach rechts lang, oder? Gehen wir einfach rechts lang. Schöner Name. Ich wurde gefragt, ob ich die Handschuhe brauche. Ja, brauche ich. Ach, die kann man ja abgeben, gell? Also bei so harten Gegnergruppen kannst du so nach 1-2 Sekunden, sag ich mal, oder nach einer Sekunde kannst du dann den Stun benutzen. Aber lass ihn nicht erst alle mal einmal hauen. Aber der Heiler macht das jetzt eigentlich ganz gut. Ich glaube, der hat am Anfang nur irgendwelche Probleme gehabt. Oh, was ist das denn für ein Vieh, ey? Soll ich das auch mit dazu nehmen? Kommen jetzt sowieso alle irgendwie. Die sieht so ein bisschen aus wie die einen, die wir da haben. Auch scheiße. Ey, was macht die da? Gravitation? Boah, Hilfe.
Oh mal, ich glaube, jetzt müsst ihr mal auf die andere Seite gehen. Die hat doch jetzt eine Seite hässlich gemacht. Die kommt auch nirgendwo. Du musst dich. Was macht die denn? Die bewegt sich auch nicht. Nee, zu fett dafür. Mutterliebe. Lecker. Üble Mutter, okay. Sieht auf jeden Fall lustig aus, muss ich sagen. Boah, fuck, ey. Was hat die jetzt wieder für einen Schaden gemacht? Ach, ich stehe auch gerade in der Krütze, ey. Ich kann das Interface nicht ausblenden. Die castet den Scheiß immer auf eine Seite anscheinend. Hat die da irgendwas hingezaubert? Immer schön die Seiten wechseln bei der. Oh, jetzt ist sie weg. Ach, mussten da durch. Aber ich kann seine. Das Blut von Sagas zum Grab. Ja. Ey, was ist das? Was macht denn der da für ein Feuer? Dieser Wichtel. Und der eine steht einfach nur hinten rum. Aber scheinen coole Leute zu sein, ja. Scheinen coole Leute zu sein, locker drauf, das ist immer wichtig. Früher musste man sich die Bosse ja immer angucken, ohne dass man einen Plan hatte und dann erstmal gucken, was die machen. Heutzutage gibt es ja so viele Quellen, wo man sich informieren kann, aber ich finde es einfach mal lustiger, wenigstens einmal reinzugehen, mich mal ein bisschen überraschen zu lassen und so. Und da passt das schon, dass das auf normal nicht ganz so schwierig ist. Jetzt sollen wir hier. Ach, hier gibt es einen Aufzug. Ja. Dann ist doch gut. Dann ist das gut. Aber also hier, die Zauberschutze aufladen ist bei Tanks eigentlich ziemlich cool. Das hält zwar nur 6 Sekunden lang, aber dann mache ich irgendwie auch mehr Schaden. Ja, hier waren wir jetzt. Du erkennst ja den Ort hier, Valyria, oder? Hier sind wir ja quasi ausgebrochen über das Verlies der Wächterin. Ah, stimmt. Ja. Sind wir überall rumgeflitzt. Ja, da sind wir mit Kane, Sonnenzorn, mit Altruist. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung... Aber wie könntest du es jetzt aussuchen? Gibt es hier jemanden, der in Richtung einschlägt? Ich gehe jetzt einfach mal dahin, ja. Wenn hier der Druide lang gehen will. Warte mal, ich schreib das mal. Ah, der eine pinkt schon, gell? Okay. Inquisite Voltrium. Sollen wir alle hoch? Seelenschwächung? Hat er mir irgendwas gegeben? Was macht er jetzt? Ich mache einfach Metamorphose. Eure Seele wird nach... Unterbrich. Hä? Okay. Ich hab das gar nicht so, es war so schnell weg, ich konnte es gar nicht lesen. Aber scheint jetzt auch nicht so wild zu sein. 4, 3, 2, 1. Wieder unterbrochen. Hä? Was verbirgt sich hinter Türnummer? Ja, jetzt ruft er irgendwas. Ich denke, wir werden auf jeden Fall die Ads weghauen. Vor allem die kleinen. Ja. Seelenschwächung. Ey, warum kaut der eine immer ab? Den eben gespottet und dann ist er kurz gekommen und wieder abgehauen. Boah, hält der viel aus, der Typ hier, ey. Ist doch ein Boss, oder was? Jetzt haut die schon wieder ab. Was verbirgt sich in der Tür Nummer? Welche Nummer ist denn? Jetzt hat er noch irgendwelche komischen Sachen gerufen. Da hinten ist ein Caster. Den konnte ich aber nicht unterbrechen. Boah, fuck, fuck, fuck. Ich habe aber keinen Cooldown großartig. Boah, Mann, was die für einen Schaden raushauen, ey. Kann man den Caster da nicht holen? Irgendwie nicht.
Aber ich bin schon an ihn dran. Wow, was war das denn? So, das. Ey, Mann, dann kriegen wir den mal seine Ads tot hier. Jetzt hat er mich betäubt? Ne, irgendwas hat mich betäubt. Ups. 4, 3, 2, 1. Puh. Hoch des... Cool. Das ist ein Boss gewesen jetzt. Warte mal, da kommt doch jetzt jemand. Kommt da jetzt jemand? Schreckenslord Mendakius. Steht da hinten. Sollen wir jetzt hier einfach lang gehen? Ich hab keine Ahnung. Es ist jetzt auf jeden Fall, der Gang ist hier auf jeden Fall offen. Ja. Wo ist unser Heiler hin? Ist er runtergefallen? Der ist irgendwie nach oben? Wo ist er? Keine Ahnung. Ach, da ist er. Er ist nach oben. Boah. Ja, schreib mal willkommen. Grüße. Jetzt muss er erstmal einen Boss looten. Wie hat denn er das gemacht? Stand wahrscheinlich da drauf oder so. Ja, jetzt ist er jedenfalls wieder da. Dann haben wir hier oben Klingertänzerin Ilana. Kleinen Carsten Inferno. Ja, ich glaube, die Schadensanzeige in Dungeons mache ich vielleicht mal weg, ey. Wenn so viele Viecher kommen. Der nächste Boss jetzt? Ja. Der Starre. Oh, der hat bestimmt irgendwas mit Augenstrahl. Wir kennen ihn doch schon. Weißt du noch? Das war da, der wo sieht wir so. Jemanden sehr ähnlich. Wir mussten ja diese Spiegel da umdrehen und das ist woanders hin reflektiert. Ja, eigentlich sieht alles gut aus. Mal gucken, was er macht. Das sagt ja auch keiner was. Vielleicht waren, sind die ja auch alle zum ersten Mal hier drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich wieder Besuch bekomme. Weilender Blick. Jetzt müssen wir mal gucken, was er macht. Oh, Vorsicht. Vorsicht? Der hat irgendwo was hingezaubert. Dann. Ja, und das Ding bewegt sich. Ich bleib einfach nur in der Mitte oder was? Okay. Fokussiert? Nee. Lieber nicht. Hier ist so ein Spiegel wieder aus dem Boden, gell? Ach, hier ist so eine Linse. Was ist denn das? Hä? Ich hab keine Ahnung, was wir hier machen. Aber mal, ist da nicht irgendwie so ein Strahl oder so? Ja. Wird irgendwie zurückreflektiert oder wie sehe ich das? Was ist das? Muss man das drehen. Ja, das muss man drehen. Das ist doch genauso, wie wir schon mal waren, ey. Okay, dann bis da hinten. Der nächste.
Spiegel der Wächterinnen. Das ist ja cool. Ja, ja, der macht aber auch gut Schaden, ey. Guck mal. Ja, was ist? Folgt dem Springball. Was für ein Springball? Ah, da kommt was. Vorsicht. Jetzt hat er mir irgendwo wieder was hingezaubert. So knapp sah das aber nicht aus. Also der zaubert überall alles Mögliche hin, außer auf mich. So, 3%. 2. Wenn ich doch nur in die Zukunft schauen könnte. Ach, das ist das Blut. Okay. Cool, wieder was bekommen. Yay! Was, was hast du denn da bekommen? Ein Ring. Und vorher waren Handschuhe, oder was? Ja. Ja, okay. Ja, es sieht so aus, als würden die anderen das Dungeon auch nicht so unbedingt kennen. Ja. Das hat ja keiner was gemacht bei diesen Spiegeln eben, ja? Aber ist doch cool. Haben wir eine Gruppe gefunden, die das irgendwie auch zum ersten Mal macht oder so. Zum anderthalbsten Mal oder so. Vielleicht waren sie schon mal irgendwie drin, aber haben das dann auch nicht so wirklich mitbekommen. Jetzt sind wir zu unterwegs zu Aschgolm. Den kennen wir doch auch. Das war dieser riesige Feuerriese. Schreckenslord Mendacius. Der bleibt einfach stehen. Grimwache Beschwörter. Wo sind, wo ist die? Ach, hinter mir. Ja, die sollten mich am besten nicht in den Rücken schlagen, ey. Ich denke mal, wir machen die Grimwache mal vorrangig platt, bevor er die nächste ruft. Wow, was? Was hat der denn am Ende für einen Schaden rausgehauen? Wollte mich hier. Raserei. Zerraten. Grimwache geht in Raserei und geht dann voll ab. Aschgolem. Okay. Hier habe ich irgendwie Dämonenseele erhöht. Der Schaden um 20%. Ja, das ist, wenn du Dämonen tötest. Wir müssen hier runter. Der Heiler kennt es anscheinend, oder was? Der hat eigentlich auch gemeint, der war zum ersten Mal hier. Okay, ja, cool. Oh. Jetzt wacht er erstmal auf. Ich zoome mal raus, damit wir den in seiner vollen Größe sehen können. Was macht. Was will er denn jetzt machen? Hat gar nicht recht. Lavakranz, Pyroklas. Wo zaubert er das hin? Irgendwo hin, oder was? Die Gegenmaßnahme ist raus, wir in den Raum und machen Maßnahmen. Ach, das Ding da bewegt sich? Was müssen wir jetzt machen? Dass wir das irgendwie einsammeln. Machen Gold um Spröde. Ach, hier ist ein Funke. Ey, kriegt er da nicht mehr Schaden, wenn er spröde ist? Bodenriss? Was ist das? Okay, ein bisschen wegspringen. Das eine wandert jetzt irgendwie, oder wie? Wieder so ein Ding da.
Also langsam wird es aber immer mehr hier. Ja, super, ey. Jetzt habe ich hier kein Dings. Die sind auch alle spröde. Ich glaube, wir sollen lieber den Boss machen, wenn der spröde ist, oder? Der kriegt ja dann nicht mehr Schaden. Keine Ahnung. Kann da keinen Tuber verkennen. Acid War. Du hast zwei Sachen bekommen und der Starrer und jetzt haben wir den Aschgolem und den in der Mitte. Wie viele Ziele gibt es denn noch? Es gibt jetzt nur noch Cordana. Okay, und den Sagerit-Schlüsselstein natürlich, gell? Jetzt kommt nur noch der Endboss. Mal gucken, wo die ist. Brauchst du den Hals? Hat der eben einen Hals bekommen, oder was? Ja, der Acid War. Da, ich denke mal, wir müssen hier lang, oder? Grimhorn, der Versklaver. Hm. Oh, der hat den Hals nicht mehr gebraucht. Ist natürlich nicht schlecht, gell? Ja. Dass man sich so die Sachen geben kann. Aber gut, dann machen wir das mal mit Grimhorn, der Versklaver. Boah, was macht der da jetzt wieder? Ah, lass mich hier raus. Hier weg. Ich darf ja auch nicht hinter so eine Säule laufen. Dann sieht mich der Heiler am Ende gar nicht mehr. Oh, schon wieder? Folter. Mann, jetzt holt er noch mehr von dem Crap, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Noch irgendwie so ein anderer Aufzug. Die Passage der Gefallenen. Und überall das Zeichen der Wächterin. Die Eule mit der Mondklebe. Ich denke, wir warten mal hier auf einen Aufzug. Huhuhu. Ist der einfach mal runtergeklitten oder was? Fallen die einfach? Fallen sie. Also das Dungeon ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, Valyria, oder? Also ich finde, das sieht auch ziemlich cool aus. Wow, es ist hier auf einmal richtig dunkel. Ja, dann machen wir mal Licht. Was ist das da? Das... Was hast du da jetzt? Illunslicht. Was macht das? Erhöht, wenn ihr da... Nee. Macht das irgendwas? Hast du eine Fähigkeit bekommen, oder was? Die kennen das auf jeden Fall auch nicht. Du kannst jetzt das Illuns Licht schmeißen? Kann ich überall hinmachen. Schmeiß es mal in die Gruppe rein. Oh, gib mir mal das Illuns Licht. Kannst du es nehmen? Ja, was hat es für eine Fähigkeit? An einen Ort, an dem eure Verbündeten es aufheben können. So schwebe ich mit dem Licht? Ja. Ja, wenn man das Licht hat, kann man gar nicht kämpfen, oder was? Nee, ich glaub nicht. Das müssen wir nochmal testen, ey. Aber das ist ja cool gemacht. Das ist so dunkel und dann tragen wir Eluns Licht durch die Gegend. Und ja, die wollen weglaufen. Von dem Licht. Nimm das mal mit. Kannst du kämpfen mit dem Licht? Ich will das mal wissen. So, ich getestet. Geht's?
Weiß ich nicht. Wie, weiß nicht? Du hast doch eben in der Hand gehabt. Ja, aber... Ja, kann ich. Aber man schwebt doch so komisch damit, oder? Nö. Ich kann damit kämpfen. Nee, ich meine, beim Laufen schwebt man doch irgendwie. Ja, beim Laufen, aber beim Kämpfen nicht. Okay, wir nehmen es auf jeden Fall mal mit. Hier gibt es ja noch eine Quest. Echt? Lol. Ach, da hinten. Hilfe! Oh, scheiße. Ey, die wollen irgendwie teilweise... Boah, wer ist das? Brutmauer der Aranasi. Das ist wahrscheinlich hier diese Spinnenbrut hier. Toll, jetzt hab ich das Licht aufgehoben. Nochmal Licht. Die kamen irgendwie eben aus dem Dunkeln raus. Gucken wir die an, wie die aussieht. Das ist auf jeden Fall cool gemacht, das Dungeon, ne? Wo ist das Licht? Liegt da. Eluns Licht, 100 Meter Reichweite. Schon wieder so eine Brutmutter. Lalalalal, wo kommt die denn auf einmal her? Die kam aus dem Schatten. Aber wenn man jetzt einen Kampf hat, dann macht das überhaupt kein Licht großartig. Nee. Deswegen lieber liegen lassen. Dann macht's Licht. Kriegen wir mal hier die ganze Brut hier mal weg? Wo, haben wir jetzt zwei von diesen Lichtern oder was? Ja. Wo kam das her? Da hinten war eins. Ja, okay. Dann müssen wir mal gucken, wie viel wir davon kriegen. Geist der Rache, ey. Brauchen wir es gleich. Wow, ey, die schleudern einen in die Dunkelheit. Aber ich glaube, das sollten dann alle sein, gell? Ah, ich habe ja auch hier kleben, das habe ich vergessen. Wenn ich ein bisschen mehr Tank spiele, dann vergesse ich auch nicht, dass ich so geile Kleven schmeißen kann. So, jetzt haben wir zwei mit denen, aber ich denke mal, wir gehen jetzt mal Richtung Questgeber. Hier unten, oder was? Ich schmeiß mal das Licht. Ich denke mal, wir gehen runter. Ist ja lustig, wie die dir manchmal abhauen und die verstecken sich dann im Dunkeln. Ja. Da hinten ist wieder so ein Geist der Rache auf einmal. Oh, blei, blei, blei. Was hat der da eben gemacht, der Geist der Rache-Typ? Hey, wieso kann ich nichts machen? Mann, die Spinnen, die nerven vielleicht. Was ist mit diesem Typen? Ich glaube, ich bleib mal an denen dran. Geist der Rache, ey. Die sind ganz schön gefährlich. Die bewegen sich zwar nicht, aber wenn man dann in die Nähe kommt, kicken die ein. Oh, lol. Drehtritt? Das ist ganz schön stark, dieser Angriff. Da hinten ist eine Quest. Liegt hier am Boden. Die muss nur den Geist der Rache... Boah, jetzt hat er mich schon wieder getreten. Da
Highlight holt sich schon mal die Quest ab. Ja. Kann auch ein bisschen warten, ey. Ich bin das ja eh jetzt. Teufelsfeuer der Foliant. Ein großer Teil der Elfenschriften in den Folianten ist von Teufelsfeuer versenkt worden. Der Obiskurat in Dalaran ist bekannt für sein Können bei der Restauration solcher Werke. Vielleicht kann er den Folianten wieder lesbar machen. Okay. Zu Robert Niewand in Dalaran. Das können wir dann auch machen. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Haben wir jetzt so einen Folianten gefunden. Hier am Ende müsste eigentlich Kodana irgendwie sein. Jetzt macht die wieder hier komischen drei Felder. Was sind das eigentlich für drei Felder? Da kommt dann irgend so ein Dornstrauch raus, gell? Siehst du das? Ja. Also was ist, wenn ich mich da so reinstelle? Oh, bewegungsunfähig. Ah. Nicht schlecht. Wenn man die berührt, kann man sich nicht bewegen. Das muss man einfach alles mal sich mal angucken. Haben wir noch mehr Illusionslicht? Ne, nur zwei, gell? Hab keine anderen mehr gesehen. Pass mal auf, wenn die sich wieder treten. Drehtritt. Bang! Trifft die nur ein oder was? Okay. Das Tor kennen wir doch, gell? Oder? Das ist doch der Eingang von unserem Kerker gewesen, oder? Guck mal, wie dunkel das hier ist, ey. Zum Glück haben wir Luns Licht dabei. Sollen die es mal anmachen? Warum ist es jetzt hier weg? Musst du mir das zurücklassen? Keine Ahnung. Wie lächerlich berechenbar. Oh, warte mal. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ich habe den Sargerit-Schlüsselstein bereits. Doch ich wollte euch noch persönlich ein Ende setzen. Ein für alle Mal. Und jetzt sitzt ihr Narren in meiner Falle. Sehen wir mal, wie ihr im Dunkeln zurechtkommt. Nun gut, ich werde euch alle töten. Hast gehört, wir brauchen das Licht für sie, gell? Da liegt das Licht. Fußfeger, ey, die kickt einen auch. Ja, dann machen wir mal das Licht an. Was hat die jetzt da gemacht? Zeichen der... Naja gut, das ist mal... Ich gucke gerade, ob die sich irgendwie selbst verstärkt oder so. Zieh die mal in die Mitte. Man weiß ja nie, wenn die einen kickt, gell? So wie jetzt gerade. Jetzt haben wir auch irgendwelche Winde auf der Brücke, wo wir eben drüber gegangen sind. Möge die Nacht mein Schatten sein. Also irgendwas mit Illuns Licht. Ich behalte auf jeden Fall nochmal. Da breitet sich irgendwas aus. Was ist das? Ah, da brauchen wir Illuns Licht. Der geht ja auch hin mit Illuns Licht. Dann wird es kleiner. Siehst du das? Ja. Jedes Nachtelfenkind lernt die Dunkelheit zu lieben. Avatar der Schatten? Ach, die schmeißt jetzt überall ihre Kriegsgräben hin hier. Schatten umhüllt endet. Wo ist sie? Hier ist wieder so ein Schatten an der Seite. Da muss jemand mit dem Luns Licht hin. Okay, hat sich schon jemand geschnappt. Ich guck nämlich lieber, wo der Boss kommt. Wo ist die? Die ist irgendwo versteckt. Die ist jetzt irgendwo versteckt, gell? Muss ich damit da eh irgendwo hinspringen und das... Schatten umhüllt endet. Jetzt haben wir den Schatten gleich hier an dieser Stelle weg mit dem Luns Licht. Oder vielleicht kann man ihn nur mit dem Luns Licht aufdecken. Ist die versteckt? Mit Illuns Licht finden, habe ich mal geschrieben. Ich finde ihn nicht, ich sehe den nämlich nirgends. Nichts wird mich aufhalten. Ah, hier ist er. Jetzt habe ich zu dir. Ich habe zu lange gekämpft, zu viel gelitten. Der Sieg muss mir gehören.
Der Sieg muss dir gehören. Ja, das werden wir noch sehen. Ich habe noch die zwei größten Cooldowns übrig. Wenn ihr nämlich irgendwie auch noch Metamorphose macht oder so, Valyria, weißt du, und dann richtig abgeht. Ja, nee. Dann mache ich selber Metamorphose, oder? Obwohl, die macht ja so auch schon genug Schaden. Das macht sie wieder einen Fußfeger-Scheiß. Bei solchen Gelegenheiten kann man den Boss auch einfach zu sich laufen lassen. Wenn einem Leben fehlt, ey. Wachsende Schatten. Jetzt macht sie wieder das, was wir die Luns Licht wegmachen sollen. Jetzt holst du auch dauernd irgendwelche Kleben ins Spiel. Dauernd kommt. Oh fuck, jetzt glaube ich zünde ich mal was. Ey, ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch schaffen, ja. Die schmeißt dauernd irgendwelche Kleben. Den müssen wir so gut wie möglich ausweichen, weil der Heiler muss schon genug Schaden irgendwie auf den Tank halten gerade. Ich bin schon wieder betäubt. Möge die Nacht mein Schatten sein. No, ich spring die jetzt nicht mehr an, ey. Boah, jetzt ist sie verwandelt. Kann das sein? Ja. Nee, erlitt mehr Schaden. Um 99% verringert? Okay. Da hinten das Ding töten. Die Gläser einer Wächterin durchdringt jede Rüstung. Oh, fuck. Ich hab grad Schaden. Fuck, ich komm nicht hoch. Na doch, ich werd hochgetragen. Ich habe nicht vergessen, ich habe noch das Talent, wo ich alle 3 Minuten einmal sterben kann. Oh, der Heiler sieht aber auch nicht gut aus. Der stirbt doch gleich. Die ist auf den Heiler gegangen. Oh, was ist das, ey? Wie viel Schaden die macht? Die macht an der ganzen Gruppe irgendwie Monsterschaden mit diesen Kleven und allem. Wir haben Probleme gegen die. Oh, nee. Also Mana sieht eigentlich gut aus, aber das, was sie an Schaden macht, das ist, da müssen wir noch gucken, ja. Weil der Heiler kriegt ja auch nicht unbedingt alles geheilt. Fußfeger, jetzt, ich laufe bestimmt nicht wieder an die Ranne. Hast du Kampfbelebung bekommen, hä? Ja. Guck mal, die kriegt überhaupt keinen Schaden. 99%, schreibt das doch mal einer in den Chat. Da muss irgendwas gemacht werden. Die hat Rache auf sich drauf. Wie macht man das denn dann? Ja, keine Ahnung, die anderen wissen es ja auch nicht. Hä? Was hat mich denn jetzt eben gekillt? Bleib erstmal cool. Wir müssen erstmal gucken. Guck dir mal den Debuff an. Rachsucht hat die. Schreib das mal jetzt in den Chat. Die hat minus 99% Schadensbuff auf sich drauf. Wir kriegen die so nicht tot. Dann kannst du immer noch hier mit. Mein Schatten sein. Das ist. Rachsucht, wie kriegt man das weg? Zerstörung! Ist der immer noch hier am Leben oder was? Oder schon wieder? Ach, die sind versteckt! Schreib mal, die sind versteckt! Wie eine Wächterin herausfordern soll. Möge die Zerstörung sein. Euer Tod war unausweichlich. Aber cool gemacht. Ich glaube, das sind versteckte Gegner. Nur 90% Schild. Das muss man sich mal reinziehen, ey. Gell? Ich gehe jetzt mal in den Abenteuerführer rein. Cortana, Teufel, Tanks. Detonierende Mondklinge führt dazu, dass ihr erhöhten körperlichen Schaden leidet. Okay, wachsende Schatten breiten sich immer aus, bis sie durch Luns Licht. Die Geister der Schleichen sind unsichtbar, so freuen sich nicht. Ach, guck mal. Licht aufdeckt. Das muss jemand aus der Gruppe machen.
Schadensklassen. Okay, mehr brauchen wir nicht zu wissen. Mondkleber ausweichen ist klar. Ja? Mhm. Dann nehme ich einfach... Aber die darf mich nicht runterkicken, weil dann geht dann die Aggro... Die Aggro dann, Hab ich jetzt das Licht? Nö, noch nicht. Nun gut. Ich werde euch alle töten. Ich muss halt aufpassen, weil die kickt mich immer, gell? Ich habe ja keinen Bock, dass die mich dann irgendwie... Guck mal. Zerstörung! So, jetzt gehe ich einfach mit dir zum Licht. Ob das jetzt gut ist, dass der Tank das hier mit sich rumträgt, weiß ich nicht. Aber wir werden es einfach sehen. Ich darf halt nicht runterfallen. Ich muss immer so stehen, dass die... Dass die quasi, keine Ahnung, mich irgendwo nach hinten kicken kann. Ja, sonst habe ich ein Problem. Okay, Martin. Wenn du irgendwelche Gegner siehst oder einen wachsenden Schatten, sag Bescheid, gell? Die kickt euch nicht, oder? Kriegst du mal so einen Kicker ab? Nee, gell? Ja, irgendwie, du rennst ständig weg. Ich krieg kaum Schaden auf die. Ja, wir müssen mit dir laufen. Du musst hinterherlaufen und dabei... Ja, ja. Ah, da ist direkt so ein Vieh drauf. Wow! Voll in Schaden bekommen. Da Totenkopf in der Ecke töten. Aber ich habe ja Luns Licht nicht. Das muss jemand anders jetzt nehmen. Oder ich hol's mir jetzt. Nichts wird mich aufhalten. Ich habe. Können wir sie vielleicht mit Geistersicht sehen? Die Viecher? Ich weiß es nicht. Die sind ja. Kannst du probieren. Sind ja auch verhüllt. Aber dafür haben wir jetzt eigentlich Luns Licht. Die hat jetzt Rachsucht drauf. Toll. Hier geht's wieder um einen versteckten Gegner, gell? Ich weiß aber nicht, wo der ist. Da hinten. Boah, fuck, 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 ey. Die Gläser einer Wächterin durchdringt jede Rüstung. So, jetzt ist auch das Zeug weg von hier, aber... Ey, wenn die Nahkämpfer dazukommen, dann kriege ich so viel mehr Schaden, das ist der Hammer. Aber jetzt, diesmal kriegen wir wenigstens Schaden auf die drauf. Ich geh mal rüber jetzt. Hier ist keiner. Ja. Jetzt kickt die mich erstmal wieder. Die Gläser einer Wächterin durchdringt jede Rüstung. Ja, bei dem Kampf, wer da jetzt irgendwie Sachen klickt oder so, ist natürlich am Arsch, gell? Gibt's noch irgendwo einen wachsenden Schatten? Ja. In der Mitte. Ah, die hat mich gerade gekickt. Das funktioniert eigentlich, wenn der Tank einfach das Licht nimmt. Rachsucht. Ja, ja, jetzt hat die wieder so ein Ding drauf. Da hinten ist er. Oh Mann, die macht so viel Schaden jetzt gerade. Schiff einfach vor ihr weg. Dann kann der Heiler mich auch gut schaden. Heilen. Immer so drin, dass sie mich nicht kicken kann. Ey, die macht so viel Schaden. Das ist der Hammer. Jetzt macht die wieder einen Fußfeger. Kann der Heiler wieder heilen. Wir haben sie. Ah, die ist gut dabei. Symbol des Triumphs, Blut von Sagaras. Ey.
Brustschutz, ey. Das hätte ich natürlich gebrauchen können, gell? Ja. Die Verräterin ist tot. Hab Dank. Wir stehen tief in eurer Schuld. Ach, das ist wieder Aschar-Rabenruf, oder was? Nee, Trela nie im Wisper. Ich werde mich nach oben durchschlagen. Doch ihr solltet den anderen Wächterinnen von euren heutigen Taten berichten. Möge die Nacht euer Schatten sein und der Mond eure Feinde enthüllen. Puh, ich denke mal, wir haben alle Ziele geschafft. Ja. Können wir nochmal mit dir reden? Iluns Licht kann ich noch irgendwo hinschmeißen. Das war irgendwie schon cool gemacht, ey. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Okay. Ich werde mich nach oben durchschlagen, doch ihr solltet den anderen Wächterinnen von euren heutigen Taten berichten. Ich werde die anderen Wächterinnen über Cordanas Schicksal unterrichten. Wo wollen wir Instanz verlassen? Okay, Leute, das mit Iluns Licht, jetzt können wir uns nochmal ganz genau angucken. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Trelan im Whisperwind will sich natürlich noch alleine irgendwie durchschlagen. Und war auf jeden Fall schon ein bisschen härter, das Dungeon. Man hat ja auch gemerkt, ich habe richtig Schaden kassiert. Der Heiler war auch nicht besonders gut ausgerüstet. Man hat's auch, der wollte ja auch immer wieder irgendwelche Sachen haben. Ich denke mal, der hat es auch nötig. Es ist als Druide, ist das nicht auch, vielleicht auch nicht so einfach gemacht. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben mit den Gegenständen. Ja, ob sie. Und hier schmeißen wir nochmal das Licht irgendwo hin. Das kann man ja. Zack. Okay, dann sagen wir mal. Die brennende Legion wird fallen. Instanz verlassen. Meine Wacht währt fort. Meine Wacht währt fort. Guck. Ach ja, jetzt sind wir hier am Hinterausgang, Valeria. Siehst du es? Ja. Ja, okay. Hier sind wir ja auch letztes Mal geflüchtet. Ah, wo ist denn das jetzt hier genau? Das ist ja ganz im Süden. Die Insel der Behüter. Was ist denn das für eine Riesenfestung, wenn das von hier oben hier runter auf einmal ist? Ist da irgendwo ein Portal gewesen? Keine Ahnung. Das Verlies der Wächterin. Ist ja lustig, oder? Mhm. Jetzt sind wir hier. Wir sind ja immer noch hier am Hinterausgang von dem Verlies der Wächterin. Über uns sind einfach mal so 111 Elite, Dunkelfeuer, Teufelsschwingen. Auch hier unten, Valeria, hier ist irgend so eine Eule der Behüter. Ich klicke die einfach mal an, mal gucken, was da passiert. Die sind nur 110. Wächtereule aktivieren. Das könnten wir noch nicht. Ah, da hinten ist so ein cooler Leuchtturm. Ja, also wir müssen auf jeden Fall noch die zwei Quests abgeben. Die eine ist ja Dämonenjäger-Kampagne. Oh ne, das sind ein paar Leute im Weg. Die wollen das, glaube ich, nicht. Ja. Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich ein andermal noch hierher geschickt werden und dann legen wir uns mit denen an. Ich gehe mal stark davon aus. Wir haben ja diesen teufelsversehrten Foliant, den gehen wir noch ab. Die andere Quest, ja, das, Valeria, das packen wir einfach in die nächste Folge, weil das gehört auf jeden Fall dann direkt zur Dämonenjäger-Kampagne. Sageritschlüsselstein. Berg den Sageritschlüsselstein. Wir werden den Schlüsselstein finden. Hast du den irgendwo extra aufheben müssen oder hat den Cordana irgendwie gehabt? Oh. Ah doch, ihr erhaltet Beute. Ja, den hat. Die Macht von Sageras fließt durch dieses teufelsverderbte Titanengerät. Es ist ein Generalschlüssel für jede einzelne Welt der Legion, selbst für Argus. Wow, das müssen wir halt auch noch abgeben. Aber wir geben hier diesen. Nicht mit Khadgar nicht reden. Anfassen. Nicht bevor unser Gast ankommt. Oh ne, nicht mit Khadgar reden. Das machen wir auch in der nächsten Folge dann mit der Dämonenjäger-Kampagne. Wir geben nur die eine Quest hier ab mit Robert. Nihaf. Hallo, es tut mir leid, aber die Verleihbücher sind noch nicht eingetroffen. Wir wollen noch gar nichts ausleihen. Ihr seht verwirrt aus. Also lasst es mich erklären. Wisst ihr, als wir das letzte Mal nach Dalaran teleportierten, wurden einige meiner Bücher beschädigt. Also lasse ich sie dieses Mal an den neuen Ort fliegen. Ja, fliegen. Leider hatten sie Kosmodan zur Hälfte überquert, als wir erneut teleportiert wurden. Sie müssen in ein paar Wochen eintreffen, längstens in einem Monat. Ich mache mir keine Sorgen, kommt einfach später nochmal. Ich weiß nicht genau, von was für Büchern der redet. Aber... Für die Allianz. Wir sagen ihm einfach mal, dass wir ein Buch haben. Erzählt mir noch einmal von Illidan. Das ist ein Video.
Was für ein Video ist das? Kennen wir das schon? Ja, das kennen wir. Das ist das Dämonenjäger-Video, oder was? Ich guck mir es einfach mal an, wenn wir es schon kennen. Ihr wusstet nicht, was euch erwartet. Der Feind betrat unsere Welt. Mit dem einen Ziel, alles Leben auszulöschen. Sie metzelten alle nieder, die wir liebten. Sie verwüsteten unsere Häuser, Städte und heiligsten Orte. Ihr wolltet sie aufhalten, doch ihr habt versagt. Also kamt ihr zu mir. In euch nichts als Hass und Entschlossenheit. Und ihr erkanntet, dass Mächte, die euch einst peinigten, euer sein konnten. Jetzt seht ihr, dass kein Opfer zu groß ist, um die brennende Legion zu Fall zu bringen. Aber Fürst Illidan, Dämonenenergie durchströmt unsere Adern, beherrscht jeden unserer Gedanken. Was unterscheidet uns von den Monstern, die wir jagen? Ihr zweifelt an unserem Meister? Wir werden nicht feige auf unsere Schlechter warten, wie die Völker Azeroths. Wir tragen diesen Krieg auf ihre Welten. Und dort werden wir die Schlechter sein. Sie werden vor nichts Halt machen, um unsere Welt zu vernichten. Und wir werden alles opfern, sie zu beschützen. Die Legion wird von diesem Sieg erfahren. Und sie wird euch fürchten, meine Illidari. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet. Puh, hast du dir sie auch eben nochmal angeguckt? Ja. Schon geil. Jetzt wissen wir, was uns erwartet und wir sind Illidari. Okay, jetzt geben wir aber mal ihm die... Ehre dem König, Freund. Ja, die neuen Verleihbücher. Wir haben den teufelsversehrten Foliant. Oh, was gibt es jetzt wieder? Trotz seines aktuellen Zustands vibriert dieser Foliant noch vor arkaner Energie. Ah, diese Brandstellen kann man mit den richtigen alchemistischen Tinkturen wieder lesbar machen. Sehr interessant. Ein gehobener danassischer Schreibstil mit dämonischen Idiomen. Ich glaube, ich weiß, wer das verfasst hat. Oh? Kriegen wir wieder ein Video.
Ihr wusstet nicht, was euch erwartet. Okay, Leute, ja, ihr habt's gesehen. Das ist das Buch, was wir gefunden haben, was dann quasi die Geschichte da erzählt von... Oh, da bist du ja wieder, Valyria. Ja, gleiten und segeln macht richtig Spaß. Ja. Wir machen in der nächsten Folge, Leute, weiter. Ich denke, das Video wird wahrscheinlich schon lang genug, Valyria, oder? Ja, cool sein. Dann machen wir im nächsten Video komplett mit der Dämonier-Kampagne weiter, weil wir haben ja wohl etwas ganz Wichtiges bekommen. Nämlich den Sargerit-Schlüsselstein. Macht's gut. Macht es gut. Tschüss. Blut an eurer Klinge niemals trocknen.